So, guten Tag, meine Damen und Herren, von anderer Stelle jetzt. Sie wissen, ich habe etwa 10 verschiedene Rechner über WLAN und VPN und IP und so weiter. Warum geht das jetzt nicht und so? Das ist ja, oh, da steht jetzt noch ein Internetradio da links. Es läuft da jetzt gerade nicht über das Netz, sondern Mukavi. Das kann man auch noch. Probieren da die Kabine Antennen für den Notfall. Und man kann ja auch gegen Atomkraft sein und dennoch kommt Strom aus der Steckdose. Ja. Leider habe ich ja die große Demo verpasst, aber im April ist noch mal eine in Neckarwestheim. Mal sehen, ob ich da dann hinkomme. Ich werde mal im Zusammenhang reden. Das Problem bei meinem Handy, das liegt woanders. Nach ein paar Minuten ist die Kapazität erschöpft, weil das heißt, der Speicherplatz ist zu knapp, dass man was Gescheites oder was Längeres sagen kann. Und der Ton ist hier jetzt auch nicht so gut, aber ist mir egal. Mir geht es ja um eine historische Chance. Morgen ist ja so ein kombinierter Warnstreik. Der war gut, der Begriff. Ne? Ich wiederhole, kombinierter Warnstreik. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo steht. Ich war mal Versammlungsleiter. Bei dieser Veranstaltung 2000 Personen jetzt gut mitschreiben, gut aufschreiben. Vor Jahren Versammlungsleiter von 2000 Personen, 1000 von hier, an der Montagsdemo und 1000 andere. 1000 andere, was waren das für Leute? Das waren im Wesentlichen Leute mit türkischen Wurzeln, habe ich den Eindruck, war nämlich auch bei diesem türkischen Konsulat gestanden. Ein paar Minuten verheizt, das ist jetzt eine Weichte. Also morgen Kombinationslauf durch Stuttgart, ich bin leider nicht dabei. Und dieses Buch, das kann ich Ihnen leider nicht verkaufen. Ich kann das vorlesen, wenn noch Zeit ist nachher. Das haben wir gelesen vor Jahren schon. Und darum geht es, das Projekt Stuttgart 21 hat ja kannibalistische Auswirkungen. 10 Milliarden oder mehr wird es kosten. Ich war von Anfang an dagegen, vor vielen Jahren schon. Dennoch wird das gebaut und die Grünen haben sich da, ach ja, das steht da hinten, habe ich ausgetreten, bei der Grünen Partei, da steht noch eine Fahne, haben sich ja inzwischen da von ein bisschen rausgenommen. Obwohl Hermann ist ein guter Landesminister und befreundet mit OB Kohn, mit dem ich Fischsuppe nicht gegessen habe, sondern ich habe vegetarisch was gegessen, Flammkuchen. Das war da unten, das ist nicht weit von hier. Weltkulturerbe, also eine Kneipe, die der Ex-Bürgermeister Stropp vor allen Dingen betreibt mit anderen zusammen und ich finde das gut. Er hat auch sehr privat mit mir gesprochen. Wir kennen uns schon sehr lange über seinen Gesundheitszustand. Ich will jetzt hier auch nicht mit Schlaganfällen oder so anfangen. Das ist ein Thema für sich und auch der Rundgang jetzt durch die Sonne war vom Wetter her sehr schön, der richtige Zeitpunkt war die Sonne, aber mir war es jetzt da nicht so. Also chronischer Schwindel nach Schlaganfall mit Stock und so. Aber darum geht es hier nicht, es geht um andere Dinge. Es ist Frage, wem Stuttgart 21 gehört und ob man nicht einen Umstieg wagen könnte. Stichwort Umstieg, was Gescheites auf Schwäbisch, bevor das der Bach geht. Wenn das Projekt unbezahlbar wird, könnte man doch mal diesen hier befragen. Würfel. Also Schachspielen kann ich innerhalb von einer Minute noch blind, trotz zweier Schlaganfälle. Ich war ja im Rollstuhl gesessen, noch im August. Da denke ich oft drüber nach, ob ich da zu viel geflirtet hatte mit der einen Person, haben sie Schmerzen. Und die Antwort von mir lautete, haben sie ja verstanden. Also die Antwort, haben sie Schmerzen? Nein, ich bin schon verlobt, hat sie dann geantwortet. So. Gut. Was haben wir noch zu bieten? Flugzeuge im Bauch. Das hat auch einen Hintergrund. Das ist jetzt aber mal ein anderes Thema. Ich rede ja hier nur, weil ich ein bisschen länger reden will. 10 Minuten habe ich angepeilt. Ja, ist gut. Das habe ich mal geschenkt bekommen von meinem Arbeitgeber. Das ist ein Speicher, 25 Jahre AWB. Da gab es eine Feierlichkeit, wo ich nicht eingeladen war, nachweislich nicht eingeladen, obwohl Gründungsmitglied. Da leben noch 2 oder 3 Gründungsmitglieder. Ich bin
nicht eingeladen worden. Warum, wusste keiner. Und warum die Ehrung nach 25 Jahren öffentlicher Dienst nicht erfolgt ist im Landratsamt Böbling, wusste auch keiner. Hat das hier 3000 Milliampere-Stunden drauf sind, das weiß jeder, wenn man es rechtzeitig in die Steckdose hinein tut. Ich bin ja Abfallberater seit Mai 1991 beim Abfallwirtschaftsamt, später Abfallwirtschaftsbetrieb, ab 1992 Landratsamt Böbling, und deswegen eine Jubiläumsfeier, wo ich gar nicht anwesend war, weil ich war nicht eingeladen. Stattdessen waren dann ein paar Kreisräte da, die fanden es langweilig, habe ich gehört. Von den Kreisräten war auch kaum jemand da, für höchstens 10%. Und die fanden das langweilig. Aber das kann passieren, man hat sich aber bei mir gar nicht entschuldigt. Vielleicht erst, wenn ich in Rente, gehe doch in Rente. Und dann kommen die ganzen Entschuldigungen. Jetzt kommt das hier, das Buch. Ich war mal Mitglied im Schachclub, Fernschach habe ich mal gespielt, eine Postkarte vor langer Zeit. Wer will das erben? Ne? Hier, das machen wir auswendig. Ja, diese Hieroglyphen, das weiß ich nicht. Das machen wir auswendig. Also da haben wir tatsächlich Bücher gelesen, da gab es noch kein Internet. Heute wird ja ein Zug übers Internet ausgetauscht. Ne? Ich bin da noch einer Person aus der ehemaligen DDR sehr dankbar, aus dem Jahr 1980, die mir dann preisgünstige Literatur per Post zugeschickt hatte. Komischerweise waren bestimmte Sachen in der ehemaligen DDR kostengünstiger als hier im Westen. Das muss man auch mal, ist auch eine Wahrheit, ein Teil der Wahrheit. Da waren neulich ein paar Damen da und haben mir das in die Hand gedrückt. Die wollten mit mir über Jesus Christus reden. Ich habe gesagt, nein, ich bin im Homeoffice, ich muss jetzt arbeiten. JW.org, da war ja ein tragischer Zwischenfall, in Hamburg war das, glaube ich, bei diesem, bei dieser Religion, ich glaube, ich würde das mal als Sekte ansehen, oder ist es sogar Körperschaft des öffentlichen Rechts, das weiß ich gar nicht so genau, Entschuldigung, nicht, dass ich was Falsches sage, ich will das nicht, sondern ich will das schon richtig sagen. Wachtturm, Bibel und Traktat, Gesellschaft der Zeugen Jehovas e.V. Also doch e.V., also ein Verein. Deswegen würde ich da den Begriff Sekte verwenden. Und allerdings, wenn einer Bibel treu und bibelfest ist, dann werde ich ihn nicht beleidigen oder vorschnell wegschicken an der Tür. Finde ich jetzt nicht die richtige Form, an der Tür über die Bibel diskutieren. Das habe ich keine Zeit für gerade, habe ich gesagt. Aber die Bibel an sich ist kein total falsches Buch. Ich bin ja woanders Mitglied, bei einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts, keine Sekte, sondern Körperschaft des. Frohe Ostern ist zu früh. Man hat ja trotzdem das mal zugeschickt. Der NABU weiß ganz genau, dass ich gerne mal konservativ eine Briefmarke verwende, da draufklebe und dann mal ganz konservativ. Das kann man auch schon längst übers Internet kostengünstig, aber ich habe das gern, wenn ich da mal gezwungen werde, da hinzulaufen, dann habe ich schon ein bisschen Bewegung, so wie vorhin. Ich muss jeden Tag 2 bis 3 Kilometer laufen, aus gesundheitlichen Gründen. Und der GDB, Grad der Behinderung, steht immer noch nicht fest, trotz mehrerer ärztlicher Gutachten und das Einsetzen von Rechtsanwälten. Ich habe das nicht gemacht zum Sozialgericht. Und das stammt nicht von mir, sondern es kam woanders her. Aber wenn die Behörde, die sowieso schon hinten dran ist, ein halbes Jahr wegen Personalmangel, dann auch noch vor Gericht zieht, ja, dann ist irgendwie, dann kommen wir immer weiter hinten dran. Es gibt Fälle, das habe ich gehört, ob es stimmt, weiß ich nicht. Da wurde ein Jahr später erst entschieden, na gut, man kann Widerspruch und Rechtsanwalt, aber sagen wir mal, der reguläre Weg. Und 3 Tage vor ist diese Person, war über 80, hat mir die Kollegin gesagt am Telefon, ich glaube das, ihr Vater war dann verstorben. Und dann kam dieser Brief, also vor diesen ganzen Beileidsbekundungen, kam dieser Brief des Bescheids, jetzt ist er schwerbehindert. Mit steuerlichen und sonstigen Verbindungen, darauf kommt es mir gar nicht an. Da geht es bloß darum, was kann ich noch und was kann ich nicht. Reden kann ich noch, der Finger ist krumm, hat aber mit dem Schlaganfall nichts zu tun. Und der andere auch. Das sind die bürokratische Kontraktur. Darum geht es hier. In unserem Rechtsstaat, also irgendwas läuft schief. Also man kann nicht dauernd sagen, hier A, B, C, D, E, F, G und Digitalisierung und das Personal fehlt. Deswegen den kombinierten Warnstreiktag, der Begriff ist von mir,
kombiniert am Anstrengtag. Das ist gut, ne? Am Morgentag bin ich gar nicht dabei, ich streike gar nicht. Und ich werde stattdessen hier singen. Das auch nicht. Ich spreche ins Mikrofon hinein, am Telefon. Ich bin ja Fachberater und werde gelegentlich aus dieser Tasse einen Kaffee trinken. Das ist wichtig. Nicht vergessen, ausreichend Flüssigkeit, sagen immer welche auf Twitter, die ich zu schätzen weiß. Zwei Damen und Herren sind das zusammen. Und diese Ars Musica, Ars ist die Kunst, die musikalische Kunst. Also das hat mir auch viel gebracht von 1980 bis 1982, als ich College studiert und hatte Chöre geleitet, ehrenamtlich. Nicht ganz kostenlos und das, was ich als Honorar verdient habe, habe ich steuerlich angegeben. Also man kann hier mit dem Daumen Lasciati Memori, Lasciate Memoriere von Claudio Monteverdi. Kann hier noch fast auswendig, ich glaube, das war sogar eins meiner Prüfungsstücke, es ist ein fünfstimmiger Chorsatz, wunderschön. Das kann man auf der Orgel spielen, oder konnte man, oder singen, oder mit heutigen Möglichkeiten, digital. Ich habe ja noch mit einer uralten Anlage da ein bisschen stümperhaft gesungen, aber zur Übung. Aber sowas hier, das ist ja mein Traum, als Rentner, wenn noch genug Geld da ist, eine Anlage und dann selber singen als Chor. Wünschte mich in F-Moll, Lasciate Memoriere. Aber nee, das jetzt weiß ich es wieder, das haben wir beim Chorleiterseminar mit Professor Schäfer aus Freiburg eben eingeübt mit 10 Leuten ungefähr, da muss man vorne stehen und dann hat man das hier mit so einem zusammengewürfelten Chor, die konnten alle gut singen und man konnte aber nicht so gut dirigieren, also polyphon ist das, nicht polygam, sondern polyphon, homophon ist noch besser, aber Sopran und Alt hier und dann oben fängt der Bass an und dann, das ist ein ganz toller Klang, F-Moll und dann F-Dur am Schluss, das, gucken Sie das mal an, wenn Sie musikalisch interessiert sind. Und dann kommt Chöre hier anschließend und so weiter. Also dieses Buch werde ich nicht vererben, aber vererben schon, postmortem, aber nicht verkaufen oder verschenken. Da sind zu viele Erinnerungen drin, weil Professor Schäfer hat nur aus diesem blauen Buch gearbeitet, sehr erfolgreich mit uns. Und O Bene Mio, das ist auch schön. Das haben wir, glaube ich, auch in Karlsruhe Grün-Wettersbach gesungen. Der Tour Dion ist da drin, das singt meine Frau so gern. Meine Frau, jetzt ein Geheimnis, sagt immer, wenn sie den Tour Dion E-Moll bei Enkelkindern vorsingt, dann schlafen die ein nachts, ne, wenn es dunkel ist. Je ne lose dir, lach, lach, lach und so weiter. Das habe ich auch schon als Eunuchenchor gesungen. Je ne lose dir. Das ist schön in G-Moll. Schönes Stück, habe ich auch schon dirigiert und mit verschiedenen Chören gesungen. Klasse. Also jetzt, das war der Insert musikalischer Art. Kann ich nur empfehlen. Ars Musica ist ein Standardwerk. Und machen Sie das mal. Jetzt kommt ja Passion und Ostern. Passion, da gibt es ein Stück, was mir sehr gut gefallen hat. Immer mal so, ich das zufällig hier auf. Das nicht. Am Verleih uns Frieden und sagt, nee, das nicht. Also, das ist nett, auch nett. Jetzt geht's weiter. Wie viel haben wir dann? 13? Ah ja, jetzt wird es ein bisschen zu lang. Also, kombinierter Streiktag. Kann man das vorlesen? Ich komme da nicht hin. Aber ich kann ja per Videoübertragung mich zuschalten lassen. Das wäre doch mal der Gag, wenn Graue Eminenz aus Walterstadt sich zuschalten lässt per Videoübertragung. Der Verstorbene. Ein Freund von mir, der hat sie mal aus Ägypten zuschalten lassen, vom Tahrirplatz oder wie hieß der Platz? Nee, oder hieß er anders, egal. Arabischer Frühling und der lässt sich zuschalten vom Bahnhof in Stuttgart, und dann ist Hauptstadt. Und der war ja auch in der Friedensbewegung aktiv, den ich jetzt meine, ich lasse mal den Namen weg, sonst gucken sie nach. Und jetzt, ich denke drüber nach, zuschalten. Oder man schickt was Fertiges hin. Ein Großbad von einer Minute und dann kommt meine Oma da plötzlich. Puh, Teufel. Hey, also da, das wäre noch schöner. Jetzt habe ich noch ein Buch, was es sonst nicht gibt, öffentlich. Das ist also dieses hier. Habe ich mal gekauft. Da muss ich mir nochmal genau überlegen, in welchen Händen das gut aufgehoben wäre, weil wenn das irgendwo im Eck steht, wäre es zu schade. Das ist wirklich eine gute Ausarbeitung. Detailliert ausgearbeitet. Und das ist also hier, ich zitiere Malsch, rassische
Verfolgung und Euthanasie in Malsch, 100 Seite 136, in der Reichspogromnacht vom 9. und 10. November 1938 zerstörte ein SA-Kommando aus Wiesloch, also Wiesloch ist ja eine Psychiatrie übrigens, Badischen, die Synagoge, Brunnengasse. Die Ruine wurde 1939 abgetragen. Bis zum Abbruch 1960 stand in der Brunnengasse 2 das Gebäude der früheren Judenschule und so weiter. Mich hat gefreut, dass bei dem Rundgang am Sonntag, wo verschiedene Führer, Stadtführer im Walterstadt hier, wo ich wohne, beteiligt waren, nicht Kalvertor stand, sondern Judentum bei der Einladung. Und da wollte ich ja nicht teilnehmen. Nur war ich dann nicht kräftemäßig nicht dazu in der Lage. So, zusammenfassend gesagt, bitte gehen Sie zur Wahl heute in Berlin, das, wenn Sie in Berlin wohnen würden, oder morgen zu den verschiedenen Demos, ob Sie zum Arbeitsplatz kommen, Homeoffice vielleicht, oder wie, was passiert, ob Sie in LKW heute schon fahren, das weiß kein Mensch. Und lassen Sie nicht irritieren, also auch der Koalitionsausschuss heute, der wird sicherlich tagen und was Gescheites oder nichts Gescheites hier hervorbringen. Das interessiert mich jetzt inhaltlich schon. Ich höre eine Oppositionspartei an, die in schwerem Fahrwasser sich befindet. Allerdings die Ampel auch. Aber ich sehe jetzt keine Alternative für die Ampel. Ich würde sagen, die quälen sich jetzt noch ein bisschen weiter. Die Herausforderungen sind ja enorm. Der Klimawandel, das wäre jetzt mein Thema Nummer eins, den ja keiner so richtig verstanden hat. Und auch ein starker Wind heute und so, das sind da Indizien. Beweise hat man ja in den 70er Jahren schon gesammelt, indem man entsprechende Programme entwickelt hat. Da war ich beteiligt. Club of Rome, jetzt wissen Sie das auch. 17 Minuten, Klapper, warum, da bin ich nicht mehr mit, sage ich immer mal, die sprechen Englisch, das kann ich nicht so gut. Also bei mir kommt der Strom noch raus, aus der Steckdose. Trotzdem brauchen wir keine Atomkraft. Es ist der Irrweg, viel zu teuer und mit Risiken und so weiter. Also da haben die Grünen schon recht, aber die FDP, das ist der Hemmschuh in der anderen Regierung, die FDP-Minister. Und das ist halt so. Also, jetzt laden wir das mal hoch. Ich wünsche Ihnen viel Ruhe, Gesundheit im Leben, Geduld. Für diejenigen, die um ihr Lohn und Gehalt kämpfen müssen, morgen ein sehr angenehmes Streikwetter. Es wird ja kalt leider morgen. Verkleiden Sie sich nur, es wird tatsächlich kalt. Und bei Kälte auf eine Demo gehen und für... Ja, das ist natürlich schon eine Kostenüberwindung, aber ich war auch tatsächlich hier auch unterwegs bei Eis und Schnee oder in Neckarwestheim oder so, aus Überzeugung. Das ist geblieben. Ne? Also deswegen die Fahne, die mit dem langen Stiel. Ne? Muss aufpassen, dass man oben versehentlich gegen eine Eiche stößt oben. Ne? Das wäre falsch. Also, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, wie schon gesagt. Da stehen noch ein paar Puzzles und ich werde jetzt mal gucken, wie wir den Sonntag noch sinnvoll betreiben werden. Und was haben wir noch? Was könnte man noch machen? Vielleicht sich engagieren, beruflich sowieso, in der Familie oder privat auch. Aber wer noch ein bisschen Zeit übrig hat, vielleicht für gescheite Löhne in der Gewerkschaft, Verdi, es kann auch eine andere Gewerkschaft sein, Mitglied werden. Den Beitrag kann man absetzen. Manche können 50% Geld machen bei ihrer Steuererklärung. Und darum geht es nicht, aber aus Überzeugung. Meine Mitgliedschaften können Sie aus der Homepage entnehmen, sind alle aus Überzeugung entstanden. Nicht spaßeshalber, ich habe nicht so viel Geld, dass ich das gerade rausgießen könnte mit vollen Händen, sondern aus Überzeugung, weder grün noch links, sondern aus Überzeugung, Mensch vielleicht. In diesem Sinne, schönen Abend noch.